Willkommen zu Part 3.2 aus Super Mario Maker. Letztes Mal haben wir uns den ersten Level zum letzten Kommentarbereich angenommen, aus Part 3, aus Part 2. Und diesmal nehmen wir uns die zweite Hälfte der Part 2 Kommentare durch, an Levels, die gemacht wurden. Dieses Level ist offiziell von Ghost Phantom gemacht. Das Ding ist aber, er hat es mit Zolbadur zusammen gemacht, ein guter Kollege von ihm, und Zolbadur kenne ich auch, kam schon mal auch bei meinem Trackmania Video zum Beispiel vor. Und ja, wir werden uns jetzt Future Stairs angucken. Natürlich, ich kann mich nur wundern, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was könnte es nur sein. Haben wir jetzt auch nochmal den Spielesound jetzt nochmal um die circa 50 Millisekunden verzögert, dass es mehr mit dem Bild übereinstimmt. Ich hoffe mal, dass es etwas bringt. Ich denke mal, dass es genau das ist an Abstand, was da noch ein bisschen falsch war. Nichts, was ich nicht hinkriege für euch. Nichts, was ich nicht hinkriege. Aber schön, dass die Future Stairs haben. Stairs, wo man sich nicht mal mehr bewegen muss. Ich danke dir so sehr, Zolbadur. Du bist ein echter Schatz, weißt du das? Aber gut, das ist echt Future Stairs, ey. Man muss die ganze Zeit einfach mitfahren. Also, guckt euch diese Treppen an, ey. Hätten sie das mal in N-Ball so gehabt, ey. Hätten die das mal so in N-Ball gehabt. Auch mit Fischen zu werfen, was soll das? Oh Gott, das ist der Schredder. Der Münzenschredder. Also, wenn du da rein willst, okay. Oh, gute Güte, was ist denn euer Problem, Mann? Okay, einfach so ein Kugas hier mit drüben. Ich hab Pilz bekommen. Ach, Mann. Ja, Super Mario Bros. 3. Es erinnert mich immer an mein eigenes Let's Play davon, was ich da gemacht habe. Tschüss! Ja, ich dachte, einfach mal ein Leap of Faith machen kann. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Oh Gott, Mann, ey. Okay, gut. Nochmal. Future Stairs ist ein sehr interessantes Level. Hat ein interessantes Design. Und hier auch wieder. Man sieht echt bei jedem Level, wie kreativ man in diesem verdammten Spiel werden kann, ne? Es ist unglaublich. Man kann so viel eigentlich in diesem Spiel machen. Da hinten ist wieder so ein Schredderrad. Aber man muss einfach drauf kommen. Man muss einfach drauf kommen, was hier so zu machen ist, was man hier so machen kann. Sonst bringt das einem alles nichts, wollte ich sagen. Sonst bringt das einem ja alles nichts. Aber egal. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das so. Okay. Komm, 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 komm. Komm. Schmerzen lassen. So, hier bin ich wieder. Ich habe wieder alles unter Kontrolle hier. Ich habe wieder Sachen, die ich durch die Gegend schmeißen kann. Ey, Alter, den habe ich das Ding voll in die Fresse geworfen. Wie geil war das denn? Okay, gehen wir mal so hier runter. Es hätte so viel einfacher sein können, aber egal. Ich mache es mir schwer. Oh, du willst dich ver... Oh Gott, ich dachte schon, ey. Yeah, yeah, du kriegst einfach alles. Yeah, 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 du kriegst einfach alles. Yeah, 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 danke, Zolbadur. Okay, das war cool. Das war schön. Schöne Sache gewesen. Das Ende war cool. Aber so, oh, 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 oh. Immer machen. I like it. Creative. Komischer Smiley-Mann und Skippy bewerten es als gut. Gut, Future Stairs. Okay, wir haben sogar Japanerman das gespielt. Ich hoffe, du bist richtig stolz auf die Zolbadur, dass selbst Japanerman dieses Level gespielt hat. Ja gut, das sollte eine höhere Abschlussrate haben, denke ich doch. Was? Ach komm, so schwer ist das nun auch nicht gewesen. Vielleicht sind alle nur so doof wie ich. Wer weiß. Auf zum nächsten Level. Und zwar, ich versuche es mal mit einem härteren Level, Mann. Daniel, los. Willkommen bei Castle Challenge. Bin ich hier richtig? Ja. Tja, dann würde ich sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Gehen auf Spielen. Abschlussrate von 10%. Damit kann ich leben. Das ist etwas, was man mit schaffen kann. Ja, das ist sehr positiv, ich weiß. Ich bin sehr, sehr positiv. Ich habe eine sehr positive Ausstrahlung gerade. So. So, wollen wir mal gucken, was sich hier so ergibt hier bei diesem Level. Es wird wahrscheinlich nicht einfach sein, aber kein Ding. Wir werden es uns einfach mal angucken, was der liebe Herr uns hier vorbereitet hat. Bestimmt werde ich von diesem Feuerball jetzt getroffen. Nein, werde ich nicht. Einfach mal Invisibility Frames. Und er hat noch den Tipp gegeben. Und er hat noch den Tipp gegeben, dass da was kommt. Wer auch immer es war. Ja, ich hatte auf hier kommen, auf Incoming Man. Ja, Incoming Man hatte die ganze Zeit schon recht gehabt, dass da gleich was kommt. Incoming Man. Wieso habe ich nicht auf dich gehört? Incoming Man. Ich hätte einfach auf dich hören sollen, weißt du, Incoming Man. Ja, Incoming Man. Ich versuche mir die Invisibility Frames so auszunutzen, dass ich da einfach am Anfang erstmal durchsprinten kann. Mal sehen, wie weit ich mit der blöden Taktik komme. Ja, ja. Hallo! Gut, hallo, armer Brudermann! Ich weiß, dass hier drin ein Pilz ist. Also her damit. Also erstmal gucken, was du hier machst. Ich muss ja aufpassen, hier ist nicht ein bisschen Platz drunter, also dass ich da einmal durchkomme. So, dann mal gucken, dass ich den irgendwie locken kann. Sehr gut.
So, kommt da Feuerbälle? Nee, erstmal nicht. Erstmal kommt da kein Incoming, aber da kommt so richtig. Wie ist auch einfach so. Wie ist auch einfach so was Incoming? Das ist cool. Das ist cool, dass du sich auch nach ihm schreibst. Oh Gott, der springt einfach runter. So ein Penner, aber auch. Oh Gott, die haben mal, die fliegen mir sowas von ins Gesicht. Ich weiß es ganz genau. Okay, lass mich mal nachdenken. So, der Pilzer kommt jetzt angerollt. Okay, nutze ich mir das mal aus. So, okay, jetzt habe ich es schon mal so weit geschafft. Ich habe es so weit schon mal geschafft. Also, rüber hier. Rüber hier und dann rüber dort. Rüber überall. Oh, Bowser ist schon ganz in der Nähe. Bowser ist schon ganz in der Nähe. Kann ihn schon sozusagen riechen, dass er hier in der Nähe gleich ist. Okay, einmal Invisibility Frames ausnutzen. Hey, Bowser, was geht, mein Freund? Oh Gott, das lässt er nicht so einfach zu, dass er hier ist einfach so... Scheiße, das war so knapp. Ich denke, hier ist eine ganz gute Stelle, um wieder zu starten. Machen wir es doch mal locker. So, wir starten mal hier wieder und gucken mal, wie weit wir kommen. So, eben war das ja richtig eklig geworden für uns. Oh Gott, die Batterie geht langsam zur Neige. Okay, mal gucken, wann das springt. Komm, Bowser, lass mich jetzt nicht hier hängen. Bowser, lass mich nicht hier hängen. Bowser, auf so ein Arsch zu sein, bitte. Sei doch nicht so gemein, Mann. Bist so ein Arschloch. Mann. So, versuchen wir es nochmal gegen Bowser, den Penner hier anzukommen. Der ist nicht so ein Penner, das glaubt ihr gar nicht, ey. Was für ein Penner der hier gerade ist, ey. Das ist richtig der Penner gerade. Also muss man sich erstmal mit ihm vereinbaren hier, dass er aufhört, so ein Penner zu sein. Oh Gott. Erstmal wieder groß werden. Das geht ja gar nicht. So, komm, spring, du Arsch. Spring doch einfach! Ja, dann eben halt nicht. Dann gehe ich halt und gehe springen. Also, oh Mann, ich mach nie das, was du willst. Tschüss. Okay. Dankeschön. Da hast du wohl recht, Mario. Ja. Rede noch besser von dir selbst. Du machst das wundervoll. Du machst das toll. So, geschafft den Kram hier. Auch das wäre geschafft. Ein wundervolles Level mit ein Sternchen obendrauf. Warum auch nicht? Als nächstes sehe ich hier den Gaudimann wieder. Der Gaudimann geht in Runde 2. Okay. Danke fürs Spiel, sagt der Gaudimann. Aber da kommt noch mehr. Nämlich Lakitus Underground Revenge. Okay, wenn das so ist, Gaudimann. Mal sehen, ob wir das packen können. Diese groß werden. Okay, der große Mario. Groß Mario bin ich, ja. Oh, bin ich mal gespannt, was du hier jetzt schon wieder aufgebaut hast für ein Kram. Also, wenn ich das schon wieder sehe, wie hier die Sachen hier so unlogisch durch die Gegend fleben, da frage ich mich, in welchen Takt muss ich hier jetzt gleich rüberspringen? Er will so. Okay, habe ich gemacht. Münzen sagen, spring da lang. Okay, und jetzt kommt der Irre hier. Ja, weißt du was, Lakito? Nö. Nö, Lakito, nö. Weißt du? Nö, Lakito. Nee. Geh weg. So, tschüss. 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 Ist hier die Flagge? Oh, da ist noch ein Lakito. Das ist ein anderer Lakito. Lakito, tschüss. Lakito, tschüss. Tschüss. Ich fahr einfach weiter. Tschüss. Oh, ich habe das Ende des Levels erreicht. Das war ja gar nicht unfair von mir. Also, wer Gaudimanns Level mal selber spielen will, ohne dass er einfach rüberfliegt, der Code steht in den Kommentaren bei Part 2. Also, ich würde sagen, ich habe das gut gemacht. Da hat er versucht, seine Rache zu kriegen, aber er hat sie nicht bekommen. Also, ich habe sehr viel vom Level gesehen. Ne, guckt mal hier rauf. Wie ihr sehen könnt, war ich zur Hälfte durch gewesen. Am Ende wären nochmal ein paar Sprungpassagen gekommen, gefolgt von dem zweiten Lakito, wo ich nachher drauf gesprungen bin, mit ein paar Röhren. Aber an sich alles sehr human. Hätte man auch so schaffen können. Definitiv. Wofür kann man Ding jetzt eigentlich melden? Ich will das jetzt nicht gerade beim Gaudimann ausprobieren, aber naja gut. Ich habe irgendwo noch einen Code gesehen. Hier ist mein erstes Mario Maker Level, falls du spielen willst. Ich wollte es nicht zu leicht und nicht zu schwierig machen. Von wem kommt das? Übrigens war eben mein Mauszeiger wieder bei dem vorletzten Video Bild im Bild. Hier ist mein, das ist von Animaniac 190. Na, dann wollen wir mal gucken, was er da vorbereitet hat. Was er da gemacht hat. Was hat er denn? Mal sehen. Er hat gemacht Generic NSMB Level. Okay, 16 zu 140 ist die Abschlussrate. Ist sehr lang, das Level.
Und ja, es soll generisch sein. Dann wollen wir gucken, ob Animaibi, okay, Entschuldigung, geht wieder. Well, this was too hard. Man, I suck. Okay, alles klar. Das ist schon mal sehr positive Einstellung, die die Leute an den Tag bringen. Ich finde, mit der Einstellung sollten wir ja auch rangehen. Lieber nicht. Ich glaube, das regt sich wirklich weiter, glaube ich, wenn wir das so machen. So, mal gucken. Aber hier, oh, wenn man hier keine Wandsprünge machen kann, dann weiß ich auch nicht. Na, ich wusste es doch. Münzen, die man brauchen kann, wenn man den 100-Herausforderungsmodus spielt. Ihr seht wahrscheinlich, denkt euch wahrscheinlich immer für einen kurzen Moment, was sollen einen denn die Münzen bringen? Ihr müsst es immer aus der Position von den Leuten sehen, die da diesen 100-Herausforderungsmodus machen mit Mario. Da ist das alles nicht so leicht. Da ist das alles ein bisschen schwerer. Aber ich habe einen Propeller. Ja, das könnte auch okay werden. Machen wir das nochmal so. Mit dem Propeller kann wir einiges erreichen hier. Der super geile Propeller hier. Und das ist ein wirklich sehr, sehr entspanntes Level. Dass man hier einmal so durchspringen kann. Hallo, lieber Bowser. Tschüss, Bowser. Ich gehe mal weg. Und bye, bye. Bowser so. Oh, shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, du kannst doch nicht einfach flügeln. Der ist einfach an Kettenhörer gebunden. Bist du irgendwie verrückt oder so? Oh Gott. Du kannst dir doch nicht Bowser so auf den Hals setzen. Das ist ja wie Bowser nun mal so ist, ne? Der kann ja... Der macht nur Stress, wenn wir... Oh Gott. Der macht nur Stress hier. Okay. So, mit dem Propeller wird alles ein bisschen einfacher. Ich muss nur auf Bowser aufpassen, der hinter einem her ist. Das ist nicht das wirkliche, gefährliche Ding hier an dem Level. Der ist auch hinter einem her. Und das will ich natürlich nicht, dass der mich kriegt hier. Oh Gott, was kommt denn Koopa da... Also jetzt wird sie aber ein bisschen bunt, wa? Jetzt ist auch mal Schluss hier, mein Freund. Und nee. Lass mal gut sein hier. Also, ich brauch das nicht. Ich geh... Oh mein Gott, da kommt Bowser. Ihr seid doch alle irre hier. Geh weg, Bowser Junior. Nein! Den hab ich noch nicht mal gesehen. Wie macht denn Bowser Junior in das Spiel rein? Tschüss! Okay, cooles Level. Aber mal so richtig cool. Das hatte richtig so Beschleunigung. Ohne Autoscroll war man trotzdem unter Zeitdruck gewesen irgendwie. Und man musste vor Bowser flüchten, bevor er den Bowser Jr. Kampf zu schwer macht. Hätte man bestimmt auch besiegen können. Aber Bowser Jr. habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Video auf jeden Fall, very fun. Und andere so. Schreibt Gizmo. Gizmo heißt der Typ. Okay, alles klar. Das ist ein echter Gizmo, glaube ich. Ich glaube echt, das ist ein Gizmo. So, beenden. Tja. Und ich glaube, nochmal gucken, sind da noch mehr Codes? Nein, ich habe somit auch die letzten 4 Level von euch geschafft hier. Und ich würde sagen, das war cool. Sternrangliste. Mal gucken, was hier noch so ist. Was hier favorisiert. Don't press anything. Gucken wir uns nochmal Don't press anything an. Einfach nochmal so ein Level so viel zwischendurch. Mal sehen, was passiert. Lasst es einfach auf euch wirken. Cool! Und eine Sekunde davor schafft man es natürlich. Das hat er sich so eingepackt. Cooles Level! Einfach so, guck, was passiert, Level. Haben sie auch gerne schon damals bei den inoffiziellen Super Mario World Editor gemacht. Cool! War lustig. Da geht auch ein Favorit von mir. Breakfast Machine. Cool if you like, sister. Oh Mann! Awesome. Neat. Alle schreiben irgendwas. Cool. Level. Fun. Right. Nein, ich kann nicht mehr. Okay, gut, alles klar. Ich muss aufhören, das so vorzulesen. So. Die Batterie ist gleich alle auf meinem Gamepad. Und da, gar keine schlechte Idee. Wow. Und es hat trotzdem nur 40% Abschlussrad, weil irgendwelche Leute wahrscheinlich weggesprungen sind. Okay. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Zur nächsten Folge. Bye. Die lieben Mario Maker. Ciao, ciao.